Hi ho, Freunde von Fettspielen. Ich bin der Micha und wir haben heute mal wieder ein Let's Flash zusammen. Ja, entkommen aus der Kanalisation, das Hero Escape. Und das haben wir vor kurzem erst eingestellt. Deswegen würde ich mal sagen, ich klicke hier auf Play. Play. Und ja, New Game natürlich. Die Hamster wollen endlich in die Freiheit ausbrechen. Aber Freiheit hat einen Preis. Den Preis von großen Gehirnen. Ja, dann, und ihr großer Intellekt macht, dass sie sogar noch schneller ausbrechen wollen. Dann klicke ich mal hier auf den roten Knopf. Und schon los. Also schon geht's los. Wir müssen hier immer den Kopf anklicken. Und damit müssen wir so weit kommen, wie es geht. Während wir hier die Münzen aufsammeln. Oh, ja. Läuft ja super. Und wir können die Münzen nicht nur mit dem Kopf aufsammeln, sondern auch mit der Maus, indem wir darüber gehen. Und das läuft natürlich auch perfekt. Noch haben wir da unten so ein Auffanggerät hier. Tutorial steht da drauf. Und das rettet uns noch manchmal den Hintern. Aber wer weiß, wie lange noch. Und jetzt... Die Macht ist stark in dir, AI. Also, oder L, ich weiß nicht, wie genau. Wähle dein Schicksal. Ja, weiter geht's. Und jetzt geht's erst richtig los. Perfekt stand da sogar. Und ich fliege hier erstmal an allem vorbei, ohne das aufzusammeln. Das ist natürlich super, so wie man es macht. So, und auf der linken Seite seht ihr, da ist so eine, ja, so eine Skala, bis wo ich kommen muss. Und das ist schon ein ganz schöner Weg, wenn man bedenkt, wie langsam ich hier erst vorwärts komme. Oh, die meisten Münzen verpasse ich hier natürlich. Oh, das war knapp. Und schon haben wir erstmal das erste... den ersten Abschnitt geschafft. Das erste Abschnitt. Hey, du erste Abschnitt, Digga. Und ja, hier immer weiter. Ich habe da die Rakete verpasst. Das war übrigens ein Upgrade, was man hier so zwischendurch immer mal aufsammeln kann. Und ja, die Münzen verpasse ich natürlich auch eine. Alle. Und das haben wir. Die Münzen habe ich wieder alle verpasst. Super. Da, die habe ich. Perfekt. Aber wenn euch das Spiel jetzt schon gefällt, weil ihr das gerade erst seht. Und hier habe ich die Rakete jetzt übrigens. Oh. Weil euch das jetzt vom ersten Ansehen schon gefällt, dann klickt doch rechts auf den Button und dann könnt ihr selber mal spielen und mal schreiben, wie schnell ihr durch wart oder ob ihr es überhaupt durchgeschafft habt. So, wie viele Münzen haben wir denn? Shop. Wir haben 304 Münzen. Ist noch nicht so viel. Deswegen kaufe ich mir hier aber trotzdem mal den Magneten. Und zack, meiner. Und weiter geht's in die nächste Runde, würde ich sagen. Das war nicht ganz so perfekt. Aber ich glaube, der Magnet macht, dass wir hier ein neues Upgrade aufsammeln können. Diesen Magneten halt. Und... Ah, nein! Hoch! Perfekt. Und der wird bestimmt die Münzen anziehen. Wir haben jetzt Helium aufgesammelt. Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Damit waren wir leichter und sind nicht mehr ganz so schnell runtergefallen. Und hoch! So, ah, hier sind die Münzen jetzt mal ein bisschen anders verteilt. Ja, also das Wichtigste an diesem Spiel ist natürlich, so viele Münzen wie möglich mitzunehmen, wie man sieht. Und das zu erreichen ist immer gar nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt hier. So, da kann ich den Kopf erstmal kurz liegen lassen. Das klingt auch ein bisschen brutal. Ich lasse hier mal den Kopf liegen. Und hoch. Da wäre eine Rakete. Kriege ich die? Nee, die kriege ich nicht. Natürlich nicht, das wäre ja auch zu schön. Hoch, hoch. Hoch, habe ich gesagt. Nicht hinunter. Da an der Kante vorbei. Geht doch. Das war auch knapp. So, jetzt kommen wir hoffentlich gleich in den nächsten Abschnitt. In diesen... Nein, kommen wir nicht. Ich bin zu schlecht. Aber wir haben zwei Aufgaben erfüllt. Die erstmal Geld gaben. Ja, und wir können was kaufen. Ein Sparschwein oder irgendwelche Stäbe. Okay. Ah, dann nehme ich was mal. Die Taler erhöhen jetzt den Endscore, den ich kriege, die ich aufsammle. Und ich würde sagen, eigene Runde mache ich noch. Und dann seid ihr drin. Perfekt. Iha. Ich habe natürlich alle Münzen verpasst, die da kamen. Wie man es halt macht. So. Und da hoch. Ja, wenn euch das Spiel aber trotzdem gefällt, klickt rechts auf den Button
Ah, ich habe da den Magneten aufgesammelt. Das ist natürlich sehr schön. Und spielt selber. Und dann könnt ihr ja, wie gesagt, mal euren Highscore posten. Das würde mich mal freuen zu sehen, wie viele Leute hier wie weit kommen. Da ist noch ein Magnet, aber da komme ich nicht hin. Und wir müssen halt immer höher. Hoch hinaus. Unser Hamster wollte schon immer hoch hinaus. Zack. So viele Münzen da wie möglich. Oh, oh, knapp. Ah, jetzt haben wir die Rakete wieder. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht, aber hey. Nein! Ah, schade. Just push play. Das gab 1000 Münzen. Hossa. Dann nehme ich mir nochmal die bessere Kanone. Und die zeige ich euch noch. Hier, play. Oh, die ist ein bisschen größer. Na, wie viel hoch schießt sie? Ja, okay, da ist ein ganz kleines bisschen mehr Power hinter. Die schießt uns ja fast bis zum Abwasserrohr hier. So. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt für dieses Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, geht auf Fett spielen, sucht nach Entkommen der Kanalisation oder klickt einfach rechts auf den Button. Und dann hören oder sehen wir uns. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ahoi!